Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario The Origami King. Im letzten Part haben wir mit der Macht vom Feuerpergamenton und auch den vier Türmen und auch der Macht vom Erdpergamenton den Tempel von Shamsis hier aus dem Boden rauslassen können. Und jetzt können wir den auch erkunden, wo ja die gelbe Luftschlange ist. Und ja, ich werde jetzt Shamsis aussprechen, weil ich glaube, das ist dann doch nochmal besser. Weil das Wort, den Wortwitz mit Ramses habe ich ja verstanden. Und der andere Wortwitz, der noch dahinter steckt, da fehlt übrigens eine Fackel und Spinne. Ist wahrscheinlich noch Champignons, einfach weil das halt tot sind. Und Champignons, Pilze und Toads, ne? Deswegen, ich glaube, das ist der Wortwitz. Der andere noch, und deswegen werde ich Shamsis sagen. So, ich weiß, wie das Rätsel geht, das kenne ich schon. Kommt es mir nur so vor, oder wird es immer schwieriger, die ganzen Fallschergen sauber anzuordnen? Nee, ich kenne die schon, die Anordnung, oder ja. Na, falls dir mal absolut unmöglich erscheint, sie aufzureihen, halte einfach Y gedrückt. Dann hilft dir das Toad-Publikum durch Anfeuern. Weiß ich schon, ja. Aber das finde ich trotzdem lame irgendwie. Ich erkaufe mir dann lieber mehr Zeit, weil ich will das selber lösen, anstatt dass mir das die Toads vormachen. Und wie gesagt, ich kannte die Anordnung schon. Das ist ja das, was ich stark kritisiere, leider, an dem Kampfsystem hier, an dem normalen, dass es sich halt irgendwann einfach wiederholt und wenn man eben Rätsel mehrmals lösen muss, die man schon kennt, dann ist es halt sehr, sehr doof. Ich glaube, Blitzer dürfen übrigens ausreichen. So. Okay. Deswegen skippe ich ja auch viele normale Kämpfe. Weil ich da halt, weil mittlerweile kenne ich halt wirklich schon so ziemlich alle Anordnungen, die es so gibt im Spiel, glaube ich. Und deswegen ist es halt nichts Besonderes mehr, leider. Aber es stimmt ja nicht immer. Beim letzten Mal gab es eine Anordnung, die ich irgendwie nicht gecheckt habe. Also, ich check's nicht immer, wie es funktioniert, aber meistens schon. So, warum fehlt eine Fackel hier? Da ist nichts? Wirklich? Spiel? Das ist ja komplett ultra auffällig. Da kann ich hier graben. Nein, Steinboden. Ja, hier ist aber Sandboden. Ah, wohl. Ist einfach ein Kalahammer drin, okay. Da muss ich auch dran denken, dass ich bei sandigen Boden graben kann. Okay. Also ich werde es jetzt nicht überall machen. Weil ich nicht überall auch besondere Sachen finde wahrscheinlich. Aber ja, doch hier sogar schon. Okay, ich muss es überall machen. Na super. Was haben wir denn hier noch? Aha, ein Löchlein. Und ein Blöcklein. Einiges an Lines. Münzlein auch noch. So, Blöcklein mit einem Blitzi-Pilzi-Line. Okay, ich hör auf. Und die Faltarme hier. Ich setze sie einfach da mal ein. Ich glaube, ich kann das da hinten abziehen. Da oben, genau, ja. So. Ah, eine Treppe, die sich gleich ausfahren wird. Ja. Ach, da komme ich in die Waagschale von dem einen Typen da rein. Okay, da rechts ist auch noch eine. Vielleicht muss ich mich in die eine reinstellen und dann tot. Also Professor Toad in die andere und dann da ein Gleichgewicht erschaffen oder so. Keine Ahnung. Man findet übrigens viel zu viele Ausrüstungsdinger hier. aber okay. Ich frage mich, kann man die eigentlich verkaufen? Die Ausrüstung, die man zu viel hat? Weil das würde bestimmt auch nochmal ein paar Münzen geben und ich werde die nie mehr alle benutzen können. So ungefähr. Also vielleicht schon, aber ich werde dann noch weitere immer finden. Ding! Ah, halt, das hätte ich lesen können. Shit, Moment. Nochmal. Das werde ich... Komm her, beeil dich! Das werde ich bestimmt auch noch einige Male machen müssen. Also ist sehr gut, dass wir den Professor dabei haben. Sowohl fürs Lesen als auch fürs Graben. Die linke Inschrift ist hilfreicher. Ja, danke. Also, der hat sogar schon geglitzert. Oder halt aufgeleuchtet, der eine. So, jetzt dann hier. Mhm. Steht auch mehr. Ah, das ist äußerst komplex. Die Grammatik ist sehr alt, selbst für einen antiken Text. Sogar die Satzzeichen. Das wird einige Zeit dauern, fürchte ich. Toll. Höchst verwirrend. What the fuck, Mann? Gerade eben habe ich noch erwähnt, dass du nützlich bist und dann... Ach so, okay, deswegen. Okay, es ist schon nützlich. Weil, das habe ich ja schon erwartet, dass ne, wir beide gleichzeitig aktivieren müssen. Yay. Könnt ihr etwas leiser sein, während ich hier übersetze? Hm, wo war ich gerade? Ach, du Vollidiot. Hey, wann ist das denn passiert? Mit dem Text links könnte ich noch einige Stunden verbringen, aber jetzt ist wohl nicht die Zeit dafür. Also dann weiter. Ich kann dir auch sagen, was da steht. Dass man sich auf beide gleichzeitig stellen soll. Und das war's. Okay, dann gehen wir gleich weiter. Ich kann mal gucken, wie viel Zeug... Oh Gott. Wie viel Zeug es hier gibt. Selbst für einen alten Tempel ist es hier ziemlich dunkel. Als Archäologe glaube ich nicht an Geister und ähnlichen Unfug, aber das hier gefällt mir nicht. Hm. Ja, ich meine, es gibt ja Buhus in Mario-Spielen. Also ist schon berechtigt, an Geister zu glauben. Zeig dich, Unhold!
Das ist nur dein Schatten, wenn du das meinst. Ja, das war mein eigener Schatten. Oh je, das ist gar nicht gut. Ganz ruhig bleiben, tot. Alles wird gut. So, wie viel Zeug gibt's denn hier? Grundlose Löcher noch einige. Fragezeichenblöcke auch. Schatzminis gibt es auch und Toads gibt es auch. Also, wie zu erwarten war, einiges müssen wir hier tun. Also, das habt ihr jetzt aber auch gesehen. Da war doch was. Oder war es nur ein seltsamer Schatten? Erzählt mir nicht, dass ich mir das nur einbilde. Das war ein Schatten, ja. Warte mal kurz. Ich will kurz gucken, was rechts ist. Ah, nämlich nichts. Okay. War aber gut, dass ich nachgeschaut habe, weil jetzt weiß ich das. Hier ist auch nichts mehr. Okay. Ich meine, es könnte mal irgendwo ein Tod versteckt sein, hier bei diesen komischen Tafeln da. Also ich sollte da eigentlich überall dagegen hauen. Aber die erinnern mich wirklich sehr stark an Stickers da, weil da gab es auch schon so einen Wüstentempel, der sogar auch ziemlich cool war. Der hat mir ziemlich gefallen und da gab es auch solche komischen Tod-Bilder wie hier. Ja, die Schatteneffekte sind ziemlich cool, muss ich sagen. Die gefallen mir. Wenn ich mit dem Hammer auch drauf hau, wird der riesengroß. Das sieht echt ziemlich schick aus. Das war klar. Mario, was ist passiert? Hat dich der Fluch des Tempels getroffen? Natürlich weiß ich, dass es keine Flüche gibt, aber was war das? Ich wollte doch nur das Geld haben. Kann ich gegen den auch irgendwie kämpfen? Oder nicht? Anscheinend nicht. Na gut. Aber ich habe einen KP abgezogen bekommen und dafür Geld bekommen, also warum nicht? Warte, was? Sag mir das dann nicht mal. Ich muss es hier herausschaffen, um meine Entdeckungen zu veröffentlichen. Kann ich? Haha. Ich will gucken, wäre da trotzdem einer gekommen? Nee. Ja, vielleicht auch nicht, weil ich die Münze schon eingesammelt habe. Weiß ich nicht sicher. Aber egal, auf jeden Fall habe ich die Münze. Und das ist okay für mich. So, Speicherblock sogar. Ja. Und langsam wird mein... Naja, fuck. Langsam werden meine Schnipsel etwas rar. Hierfür dürften sie, glaube ich, noch reichen. Gerade so. Aber jetzt wird es wirklich eng. Jetzt muss ich ein paar mehr finden. Okay, da oben ist ein Schatzmini und eine Röhre. Okay, also wenn ich irgendwann eine Röhre finde, dann sollte ich reingehen. Aber das war mir eh schon klar. Die Gesichter sehen so blöd aus. Von den Toads hier. Das reicht jetzt, glaube ich, nicht mehr. Da werde ich jetzt Schnipsel brauchen. Also weitere Schnipsel. Da auch nicht. Fuck. Hier ist ein Schalter. Okay, vielleicht kommt sogar ein Kampf. Das wäre mir sogar ganz recht. Damit ich ein paar Schnipsel aufladen könnte. Oh. Mumien! Die Frage ist... Mumien! Können die was anderes? Also sind die besser als normale Goombas? Nee. Anscheinend nicht. Das sind halt zwei, allein das macht es ein bisschen schwieriger. Aber naja, das kann man trotzdem hinkriegen, denke ich. Wie die sich gegenseitig wegschieben. Bam, bam. Der eine dürfte schon gleich tot sein. Was? Pass auf, all diese Löcher auf. Ganz vorsichtig, Mario. Was zum Teufel? Oh, okay. 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 Deaktivieren. Okay. Aber der Kampf wird... Also an sich ist der Kampf ja nicht so spannend gegen diese Goombas da. Die können ja nichts. Aber der Kampf wird ein bisschen interessanter gemacht. Dadurch, dass es halt zwei sind. Und auch durch Fallen und sowas im Boden. Schon ziemlich cool. Also die haben sich hier wirklich bei den Papmacho-Gegnern einiges einfallen lassen. Die halten auch viel mehr aus, oder? Irgendwie. So, jetzt bam. Okay. Ist da viele Schnipsel. Und wir kommen weiter. Okay. Nice. Oh, also danke, dass du dich um sie gekümmert hast. Ich hätte ja geholfen, aber wie du gesehen hast, habe ich Angst vor meinen eigenen Schatten. Also auch vor Mumien, das kann ich verstehen. Jetzt habe ich sogar automatisch schon genügend Schnipsel. Warum das eigentlich? Hä? Habe ich automatisch welche eingesammelt, dadurch, dass ich Papmacho-Gegner besiegt habe? Das weiß ich gar nicht. Aber egal, ich werde erst die Löcher stopfen und dann mir noch die Schnipsel mitnehmen, die rumliegen. Dass ich dann sogar vielleicht gleich wieder einen vollen Beutel habe. So, okay. Und die sind despawned. Danke, Spiel. Ich hab dich auch lieb. Ach Mann, ey, ist das doof. Ist hier noch ein Tod irgendwo? Kann da dagegen springen sogar so ein bisschen. Aber nee, ich glaube, hier ist nichts mehr. Okay, dann gehen wir da mal weiter. Ja, der scheint ein bisschen größer zu sein, weil der Tempel vom Feuerpergamenton war ja eigentlich ziemlich klein. Ich glaube, hier gibt es wieder ein bisschen mehr zu tun. Faszinierend! Was könnten wohl die Aufmerksamkeit von dermaßen vielen Spinnen erregen? Oh, ich sehe da ein paar Todfüße inmitten der Spinnen. Mhm, sehe ich auch. Weg! Bam, bam, bam! Sterbt, sterbt!
So. Oh, du Armer. Alles in Ordnung? Ist das Shamsis? Nee, what the fuck? Olivia. Olivia. Wunderschön. Was ist denn? Von hier sieht er völlig in Ordnung aus. Was hat er gerade gesagt? Sein Gesicht! Ist was mit seinem Gesicht? Sein Gesicht! Es ist weg! Sein Gesicht ist weg! Sein Gesicht ist weg! Sein Gesicht ist einfach nicht da! Ach, ich hoffe, das tut nicht weh. Er kann auch nicht reden. Ich glaube, er versucht mit uns zu reden. Toad, kannst du mich hören? Du hast noch irgendwo Ohren, richtig? Sag etwas! Sein Gesicht ist weg! Ah, und ohne Gesicht auch kein Mund zum Reden. Wer würde einem armen Toad so etwas antun? Er ist ein Zombie! Okay. Zählt er als gerettet jetzt eigentlich? Nein. Okay, also die zählen erst dann als... Macht auch irgendwie Sinn. Triforce übrigens. Das ist Triforce, habt ihr gesehen? Hier auch. Ne, hier ist eine Sanduhr. Phantom Hourglass. Auch passend. Da noch einfach nur ein einzelnes Triforce-Dings. Und das gesamte Ding. Das war falsch. Ja, okay, ich muss den Code eingeben, ich verstehe schon. Aber ja, die zählen erst als gerettet, wenn die Gesichter auch wieder da sind. Also die kann ich wieder irgendwie herstellen. Sarkophag 1423. 1, 4, warte mal kurz, hier sind doch, hier sind 3. Waren bei dem links unten 4? Ah, okay, ja, waren sie. Jetzt habe ich schon falsch gemacht, aber ich habe es verstanden, ja. Moment, was war es nochmal? 1, 4, 2, 3, okay. Nochmal resetten. So, ja, ich weiß schon. Okay. Dann machen wir es jetzt richtig. 1, 4, 2, 3 war es. 2-3 war es, richtig? Ja. Lag ja eh auf dem Weg. Passt schon. So. 1-4-2-3. Mhm. Ein Geheimweg. Nach rechts und links könnte ich auch schon gehen. Ja, nach rechts könnte ich gehen. Nach links auch. Okay, aber das hier dürfte ziemlich sicher Secret sein. Machen wir erstmal das. Vielleicht komme ich da zum Schatz Mini jetzt hin oder so. Mit einer Röhre. Ist es doch der richtige Weg? Ich gehe mal noch weiter. Das wird schon. Irgendwas passiert hier aber gleich. Jumpscare! Yay! Wir haben einen weiteren Toad gerettet? Fragezeichen. Es war lustig, weil der eine Toad, Professor Toad, ist ein bisschen hinter dem Gesicht. Der sieht auch ein bisschen so aus. Aber okay. Komme ich jetzt hin? Nanu? Was? Ih! Ja, was ist das denn hier? Ich bin Archäologe, kein Arachnologe, aber es sieht mir nach einem riesigen Spinnennetz aus. Das ist doch der richtige Weg sogar, verdammt. Das gefällt mir überhaupt nicht, diese armen Toads. Aber von hier können wir nichts tun. Vielleicht können wir uns ihnen von unten nähern. Aber ich will jetzt nicht zurückgehen, weil vielleicht ist es doch richtig. Ich weiß nicht sicher. Nein! Ach Gott, diese Scheißviecher da. Ja, ist ja okay. Bam. Ah, okay, ich kann ihn gar nicht so killen. Na gut. Aber die Behus sind ja eh ganz interessant. Weil ich mir merken muss, wie die angeordnet sind. Okay, das war jetzt wieder sehr einfach. Aber ich meine, das wäre auch sehr schwer. Wenn da jetzt 8 Behus oder gar 12 wären, dann wäre es schon um einiges härter, die richtig anzuordnen. Bei 4 Stück und mit nur einem Zug ist aber jetzt wirklich nicht allzu schwierig, das hinzukriegen. So. Ich glaube, jetzt gleich werden die Glitzerstiefel dann weg sein. So, exzellent! Wunderschön. So, immer noch nicht, okay. Halten sogar immer noch. Aber sobald sie weg sind, werde ich sie durch die Münzstiefel austauschen. Ja, will ich jetzt noch weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich will halt die anderen Wege natürlich auch noch erkunden. Das sieht schon sehr richtig aus hier. Irgendwie. Hm. Yeah. Ach du Scheiße. Aber den kann ich töten, ne? Genau, ja. Okay. Bam. Aha. Ein Löchlein wieder. Ich meine, vielleicht finde ich auch gleich wieder irgendwie einen Rückweg. Also genau, das kann ich ja machen. Allerspätestens, wenn ich die Röhre finde, die zum Schatz Mini führt. Die war ja relativ kurz vor... Okay, Geheimraum wieder. Die war ja relativ kurz vor...
Ja komm, ich kämpfe kurz. Vor dem Raum gerade eben, wo ich auch noch links und rechts hätte hingehen können. Und da kann ich dann noch einfach hingehen. Also ich werde jetzt schon noch weiterlaufen den Weg und nicht zurücklaufen. Aber ich werde die auch noch erkunden, keine Sorge. What? Den kann ich schieben? Okay. Das dürfte passen. Vor den Knochen trocken standen jeweils Buhus, ne? Also so passt's. Ja, okay. Puh. Aber ja, vor allem mit anderen Gegnern gemixt. Das war schon einfacher. Wenn das alles 8 Buhus gewesen wären, dann wäre es noch schwieriger gewesen. Aber es war auf jeden Fall so schwieriger, als wenn es nur 4 Buhus gewesen wären. Das ist klar. Okay, jetzt sind sie kaputt. Ja. Ich brauche mal die auch noch gleich auf. Die sind zwar ziemlich gut, die Color-Eisenstiefel, aber trotzdem. Mich stört das immer, wenn da so fast kaputte Sachen drin sind. Ich mache die lieber dann ganz weg und tausche die halt aus gegen Sachen, die noch halten können. Okay, perfekt. Ich habe ja sogar, glaube ich, eben 2 Goldstiefel. Kann ich dann gleich beide einfach ausrüsten. Und dann immer viel Geld absahnen. So. Hier ist eben noch der Geheimgang, den darf ich auch nicht vergessen. Also wirklich sehr viel hier zu tun. Sehr viele Secrets. Na halt, goldene. Oder soll ich doch einmal Color reinnehmen? Ja komm, ich brauche nicht zweimal dasselbe zu machen. Ich will schon ein bisschen Abwechslung drin haben. Okay, gut. So. Okay, hier ist einfach nur ein Herz. What the fuck? Und eine CD. Satte Vibes! Eine Platte des DJs mit dem Titel Satte Vibes. Okay. Hey, du hast so eine Art glänzende Scheibe gefunden. Wie hübsch. Ja, wir haben ja in Sniff City doch auch einen... Da war doch auch ein DJ-Laden, oder? Glaube ich. Okay. Ich weiß aber nicht genau, was ich jetzt damit dann anfangen soll. Aber gut. Aber ja, ich bin dermaßen richtig hier auf dem Weg. Aber wie gesagt, sobald ich dann die Röhre mit dem Schatz Mini finde, werde ich dann zurückgehen und die anderen beiden Orte auch noch erkunden. Ich hoffe, das gelingt mir dann noch, aber dürfte ja eigentlich klappen. Ich muss halt dann trotzdem diesen Weg hier doppelt laufen, den ich jetzt entlang laufe. Aber das konnte ich ja nicht wissen. Das wirkte schon viel mehr wie Secret als der richtige Weg, finde ich. Aber gut. Keine Münzen? Warum? Achso, eine Inschrift, okay. Ein Stern leuchtet den Weg. Okay, das ist cool. Das ist so, auch so ein typisches Professor Layton-Rätsel. Warum sind manche schon eingeschlagen? Was kann ich mit dem Schalter machen? Resetten? Okay, da kann ich alle resetten, ja. Okay, also ich muss gleich einen Stern hier einzeichnen irgendwo. Mach ich gleich. Erst noch kurz ein weiteres Loch. Okay. So, jetzt gucken, wo ist hier ein Stern auf dem Boden? Ich sehe ihn. Okay. So. Muss ich die auch machen? Wahrscheinlich schon, oder? Ich denke schon. Aber ja, wie gesagt, sowas bin ich aus Professor Layton-Spielen gewohnt. 1:1 so eine Rätselart, dass man verschiedene Kacheln hat auf dem Boden und man da irgendwelche bestimmten Formationen erkennen muss. Da habe ich schon deutlich schwierigere Rätsel dieser Art gelöst. Ich bin aber auch ziemlich schlecht eigentlich in so einer Rätselart. Aber das war jetzt doch ziemlich offensichtlich, finde ich. Und okay, die kann ich halt so befreien. Achso, die hängen mit ihrem Gesicht da quasi drin. Was nicht mehr da ist, okay. Tut mir leid, Toads. Aber jetzt sind sie zumindest halbwegs gerettet. Okay. Gut, mehr ist jetzt glaube ich nicht mehr. Dann können wir gleich mal weitergehen. Aber es gibt wirklich coole Rätsel hier. Also der Tempel gefällt mir sehr bisher. Okay, das sind jetzt endlich mal diese schwarzen Shy Guys. Die mich schon immer genervt haben. Der Fluch. Halt. Wir müssen dich durchsuchen. Yay! Kampf! Aber es ist keine Schadenschlacht sogar, okay. Hammerbrüder, oh Gott. Wie viele Züge habe ich? Okay, 3. Das kenne ich schon, das Rätsel. Glaube ich. Ja, die Scheiger sind kein Problem. Fuck, wie geht das jetzt nochmal? Mann, ey, ich hasse es. Mann, warum bin ich da jetzt mal so kacke? Ich kenne das Rätsel doch schon. Sogar. Ziemlich sicher. Ich hasse es. Ich meine, das bringt mir ja nichts, wenn ich das mache. Alleine. Ich check aber gerade überhaupt nicht, wie ich die Hammerbrüder da hinkriegen soll. Weil drehen bringt ja überhaupt nichts. Und verschieben aber auch nicht.
Oder muss ich die in eine Reihe sogar bringen? Nee, das kann auch nicht sein. Muss schon eine Gruppe sein. Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn ich auf dem Schlauch stehe. Ah, ich muss sie doch... What the fuck, ey? Das ist ja voll fies. Okay, ich muss sie doch in eine Reihe bringen. Aber ich darf halt die Scheigeis nicht kaputt machen. What? Das ist ja ultra kompliziert. What the fuck? Warte mal, wenn ich zuerst... Wie habe ich den jetzt gerade eben gemacht? Dann kriege ich nie mehr hin. Die... Nee, es reicht von der Zuganzahl nicht. Ich muss ja... Nochmal. Gib einmal ein Geld aus. Nee, ich krieg's nicht hin. Das kotzt mich so an gerade. Ich meine, ich würde die Hammerbrüder hinkriegen, aber ich bräuchte allein dafür 3 Züge. Ja. Schaffe ich nicht. Bin ich gerade zu blöd. Check ich nicht. Das nervt mich schon ziemlich. Mach mal noch. Ja, das war jetzt dumm. Mann, das kotzt mich so an gerade. So, goldener Hammer. Ich hoffe, das reicht wenigstens gegen die. Ja, wenn nicht, dann ich nutze einfach meine zweite Aktion dann, um die noch zu töten. Das wäre so nicht schlimm. Bam. Alter, das ist echt frustrierend, dass ich da jetzt nicht drauf gekommen bin. Weil ich kannte die Rätselart halt schon. Aber das ist, glaube ich, eine ziemlich schwierige. So. Aber trotzdem, das ist keine Entschuldigung. Vor allem, ich habe so viel Geld hergegeben und 100 Jahre gebraucht und habe es einfach trotzdem nicht lösen können. Das kotzt mich schon echt an. Wenn ich 4 Züge gehabt hätte, hätte ich es schaffen können. Aber mit 3 irgendwie war ich zu blöd. So. Ich brauche mal den noch auf, den goldenen Hammer hier. So. Nee, stimmt, der lebt ja jetzt noch, ne? Oder? Ne, ich hab den angeordneten Bonus. Genau, passt. Okay. Alter, das... Das triggert mich echt so sehr. Ich habe so lange überlegen müssen und kam einfach nicht drauf. Ein goldener Hammer. Lol, der hat sogar was zu meinem goldenen Hammer gesagt. Extra. Das ist ja lustig. Okay. Interessant. Aber ich gehe mal gleich weiter. Okay. Also das ist richtig spaßig. Ich weiß nicht, was da gerade passiert, aber ich fühle mich plötzlich sehr beschwingt. Mir fehlen die Worte. So etwas ist mir bei all meinen Studien noch nicht untergekommen. Und das Juwel an der Decke ist einfach atemberaubend. Was sich wohl darin befindet, ich wage zu behaupten, es gehört... Tut mir leid, sie zu... wer sagt das? Tut mir leid, sie zu unterbrechen, Professor, aber da ist die Luftschlange. Okay, Olivia. Sie scheint durch die Tür da zu führen, oder? Voll die Party hier. Hey, DJ! Das nennst du Musik? Für mich ist das nur nervtötender Lärm. Hör auf mit dem Blödsinn und leg was auf, wozu ich tanzen kann. Okay, das könnte der Boss sein. Wenn ich nicht gleich am Grooven bin, wäre das ein ziemlicher Gesichtsverlust für dich. Und zwar wortwörtlich. Okay, der hat die alle weggemacht. Yo, 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 lass mal stecken. Ich finde schon was Grooviges. Mario, rette mich. Der Typ ist echt schräg. Er will die ganze Zeit groovige Mucke von mir, um eine Kesse Sohle aus Parkett zu legen. Sehe ich aus, als wäre ich 100 Jahre alt? Ich bin DJ. Ich habe keine Ahnung, wovon er spricht. Er wird mir mein Gesicht nehmen. Mein Gesicht, hilf mir! Nein, nicht dein Gesicht. Das brauchst du doch noch für deine Sonnenbrille. Trotzdem, der Song eben war doch total groovy. Superbes Tanzmaterial, wie ich als Fachmann sagen würde. Ich weiß nicht, ich werde aus seinem Musikgeschmack nicht schlau, aber er ist von seinen Ansichten sehr überzeugt. Ihm hat keiner von den Songs gefallen, die ich aufgelegt habe. Und er kommt auch nicht aus dem Raum raus. Jedenfalls habe ich auf dem Weg hierher ein paar meiner Discs verloren und da kommst du ins Spiel. Vielleicht ist ja auf einer meiner Discs etwas drauf, was diesem Typen gefällt. Ich versuche uns etwas Zeit zu verschaffen, während du suchst. Finde die Discs und bring sie mir zurück, ja? Es sind insgesamt 4. Okay. Oh, wer immer in dem Raum da ist, muss derjenige sein, der den Toads ihre Gesichter geraubt hat. Wir müssen ihn also irgendwie aus dem Raum herausbekommen und den Toads ihre Gesichter zurückbringen. Aber welche Musik könnte groovig genug sein, damit er herauskommt? Yeah, auf die Tanzfläche. Wunderschön. Ich habe übrigens vielleicht das Gefühl, dass ich wirklich jetzt doch nochmal zurücklaufen muss zu dem einen linken und rechten Raum da. Weil vielleicht war in einem der beiden Räume ja die Röhre, die mich zum Schatzmini führt. Das kann sogar gut sein.
Also ich werde da doch zurücklaufen, aber erst am Anfang des nächsten Parts dann. Denn ich würde jetzt erstmal sagen, dass es das hier war für diesen Part von Let's Play Paper Mario The Origami King. Beim nächsten Mal wird es dann hier im Tempel von Shamsis noch weitergehen. Wo wir aus irgendwelchen Gründen eine Disco hier drin finden konnten. Das war das Wenigste, was ich erwartet hätte. In so einem alten Tempel, in einer Pyramide. Aber warum nicht? Wir müssen dann auf jeden Fall noch die weiteren Discs für den Typen finden, für den DJ Toad. Und dann wird dem Boss, wer auch immer das sein mag, dann hoffentlich irgendeine von den Musikstücken groovig genug sein. Mal schauen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.